Hi-ho, Leute. Wir sind bereit, um eben mal schnell gegen Rocco zu, ja, ich sag mal gleich zu failen. Weil ich damit irgendwie echt, ne, es sei denn, mir spielt ziemlich dumm. Ja, ich mache hier mal die Silberblick-Taktik. Wie spannend das für euch ist, wenn ich die ganze Zeit Silberblick einsetze und er wahrscheinlich die ganze Zeit Einigler. Und ich das jetzt so lange mache, bis ich mich heilen muss. Okay. Trank und danach hau ich mal drauf. Feel my horn, bitch. Bam. Okay, Level, ja, ich bin Level 10, yeah. Das heißt, unser Angriff steigt, wir kriegen einen Angriffsboost. Yeah. Okay, setz Tackle ein. Tu das ruhig, ich setz Silberblick ein. Bam, Silberblick. Okay, Klammergriff setzt C2 ab, Tackle 4. Das heißt, er zieht uns insgesamt 6 in einer Runde ab. Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Dann können wir noch einmal machen. Okay, Klammergriff geht daneben. Können wir nochmal machen. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verzählt. Du hast jetzt Klammergriff ein, der Idiot. Und nicht Tackle. Und feel my horn! No! What? Wow, Volltreffer. Ja, Volltreffer. Fällt das dann wohl abgezogen, wenn es kein Volltreffer gewesen ist. Und feel my horn, bitch! Aber fast. Ja, fast mein Horn gefehlt. Und wir lernen Ausdauer, was wir eigentlich nicht wirklich so sehr brauchen. Und wir kriegen den Felsorden. Yeah. Der nächste Orden ist Misty Wasser. Wovor ich eigentlich am meisten Schiss habe, ist Siegfried. Vor Siegfried habe ich so ein Schiss. Ja, und wir lernen Festgrab. Festgrab ist uns eigentlich auch echt nützlich, muss man sagen. Weil ich meine, hallo, wir haben eine Vierfach-Flugschwäche und das ist eine Gesteinsattacke. Zumindest für den Anfang bringt es uns was gegen Flug-Pokémon. Machen wir mal Tackle weg, weil wir haben sowieso Horn-Attacke. Horn-Attacke ist cooler, vor allem weil wir ein Horn haben und weil wir ein sehr großes Horn haben und weil unser Charakter total verbuggt ist. Weil wir in Skarborn sind und weil wir cool sind und weil, ja, das war es eigentlich auch schon. Zumindest mit dem, was mir jetzt einfällt. Nee, ich heil mich mal nicht. Oh, Jay. Bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Reich. Ah, die Turbo-Treter. Cool. Sind ins Labor zurück? Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Bam, 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 wir haben Turbo-Treter, wir haben Turbo-Treter. Bam, 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 okay, das ist mit halt was viel. Bam, 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 bam. Oh. Oh, Festgrab. Du kriegst dein Grab in den Felsen. Okay, daneben. Ah, stimmt, das hat nur eine Genauigkeit von 80. Okay, gehen wir erstmal rein. So, wir haben das ein Pokémon, von daher können wir auch nur eins heilen. Yeah, die Turbo-Treter sind richtig schnell. Und jetzt backt wieder ein bisschen rum, so ein Scheiß. Ich kenne mich im Vatania-Wald aus. Ah, ich bin so cool. Ich heiße Attila. Attila. Okay, ich kenne eine, die heißt Tussle.
Und dann ist Attila eigentlich nicht wirklich witzig, wenn man das damit vergleicht. Oder Go. Go. Das ist der allergeilste Name, den ich kenne. Aber ich meine Go, also G-O. Was ist das für ein Name? Den gibt's wirklich. Das ist mir ja gestraft. Die armen Kinder. Oder wer heißt viel mal Horn? Alter, da ist man so gestraft, wenn man viel mal Horn hat. Attila. Attila. Ich muss ihn mal wieder auslachen. Tut mir leid, dass ich so scheiße bin, aber ich muss hier raus. Ich find's einfach nur witzig. Yeah. Bam. Und warum steht er immer kurz vor One-Hit KO? Und überlebt er doch noch so minimal. Ah, ich hasse Gift Pokémon. Den ziehe ich wenig ab. Mit Kampfattacken zumindest. Jetzt hab ich irgendwie die Steuerung falsch angepackt. Eine Girl, die einen fast unter den Mark schauen muss. Bleibt mir fast. Ja. Ein Jorn. Feel my horn. Nein, wir sind vergiftet. Ja, dann gehe ich bald wieder ins Pokémon Center. Ah. Ja. Gangold. Gangolf oder Gangolf oder irgend sowas in der Art. Na, eine unnötige Runde, in der ich mit Gift verletzt, ne? Boah, aber es steigert meinen Angriff bei Leiden. Von daher bängt sich's mir eigentlich auch, aber jetzt bin ich nicht tot, besiegt. Und wenn wir diese Skarborn wären, was da käme, dann würde es auch Sinn machen, endlich mal Sinn machen, dass wir in Ohnmacht fallen. Wir fangen da irgendwie mit Ohnmacht. Das ist so bescheuert. Das ist schon fast wieder realistisch wird. Bam. Ja, jetzt spiele ich noch bis zu dieser Höhle. Bis zu der Höhle zum. Also bis zum Pokémon Center. Vor der Höhle zum Mondberg und dann werde ich wahrscheinlich für heute aufhören. Dann eventuell mal das Ganze ändern und dann muss ich noch Final Fantasy 9 aufnehmen. Weil ich da keinen Part mehr vor Ort habe. Auch wenn ich den heute noch nicht mache. Heute werde ich wahrscheinlich aber diese drei Parts Pokémon hochladen. Würde ich eigentlich schaffen. Ich meine, jetzt ist 15.14 Uhr. Ja. Das ist machbar. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll die Shorts ausziehen. Oder lieber das. Ansgar. Hey, Ansgar, wohnen du in Ansgar? Ja, Ansgar ist besiegt. Ansgar. Bam, 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 ha, Turbo-Treter. Der hat ein Saftkorn und ein VP. Gernot, ja okay, Gernot, der Name geht noch. Bam, tot. Okay, Gott war nicht tot. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ey, hast du nicht einen Pummel auf und willst gegen mich kämpfen? Nein, das wird kein Annäherungsversuch sein. Bam, Aussetzer. Dann Fistkorb. Bam, Level 15, Bam. Warum sag ich jetzt immer Bam? Ach egal, Bam.
das gibt es hier so. Wir haben sowieso keinen Pokéball. Sollen wir uns ein Carpador kaufen für 500? Oder, das ist ja gemein, können wir gar keinen Carpador mehr kaufen? Ah, ich glaube von dem Typ hier. Ja! Ja, klar. Ich finde es irgendwie lustig, dass man dann Carpador kaufen kann. Also, ich meine, man konnte vorher nie ein Pokémon kaufen. Kaufen. Man konnte davon, man kann nirgendwo ein Pokémon kaufen, aber hier kann man es auf einmal. Jo, Leute, dann, ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.